Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Es geht weiter. Beim letzten Mal haben wir ja ordentlich aufgeräumt bei den Slimes. Und heute wollen wir weitermachen. Vorher müssen wir mal was verkaufen. Kraut. 1, 2, 3, 4. Ja komm, nimm 5. Kann ich auch nicht verkaufen. Lebblatt 1. Wie viele Nuggets? Wie viel Platz habe ich denn? Ich den 6 Filets kaufen. Ach toll. Oh Mann, was habe ich denn? 5 könnte ich kaufen. Mist. Wenn ich die ganzen blöden Stäbe habe, ey. Kann ich dir noch was geben? Gebe Item. Witzbuch. So viel können wir nicht aufbewahren. Toll. Lebblatt. Na, das behalten wir mal lieber. Weiß ich nicht, er bringt ja nichts. Ja, guck mal, kaufen wir 5 Filets, was soll's. Weil wir können ja nicht auch die Stäbe so verticken. Wir kriegen zwar ziemlich wenig, aber wir brauchen halt auch nicht. Ach komm, hier. Ei, 4! Na, okay, das machen wir jetzt nicht. Feuerstab, der bringt ja 5000. Ach komm, die 5000 ist aufgeschissen. So, dann gib mir 6 Filets. Mein Gott, ey. Okay. Ich gehe jetzt noch mal eben in den Schrein der Sterne. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, was uns bei den Schleims noch so fehlt, beziehungsweise was uns im Allgemeinen noch fehlt. Und ich möchte einfach mal eben gucken. Mittlerweile ist das ja nicht hier Seefee. Ja, und zwar brauchen wir genau Skelgnade. Das ist männlich. Habe ich jetzt hier noch ein Insekt weiblich? Da. So. Das war gar, ne? Ja. Küsschen plus 4, das ist das, was wir brauchen. So, und wieder eins fertig. Sehr schön. Ja, Skelglade kriegen wir noch. Skelglade. Kriegen wir auf jeden Fall noch öfter. So, Küsschen, wieder eins mehr. Dann paaren wir noch. Am besten dich. Also brauchen wir jetzt noch eine weibliche Pflanze, wenn möglich. Perfekt. Okay, Tanz da, alles klar. Dann brauchen wir See plus Tanz. Da gibt es Slimebaum, denn den haben wir auch noch nicht gehabt. Den wollte ich ja fangen, aber den habe ich nicht gekriegt. So, damit sind wir fertig. Das sind die beiden Sachen, die ich noch machen wollte. Nö, du kannst eigentlich brüten, das ist ja eh egal. Pilzmann kannst du ausbrüten, der braucht kein Schwein. Können wir am Ende wieder freilassen. Nein. Berühmten Küsschen. Ich weiß nicht, ob man den Mandraga braucht. Ich glaube nicht. Aber lass uns einfach mal. Nein. Berühmten Slimebaum. Im Endeffekt können wir die auch schön wieder dann... So, ihrem Schicksal überlassen. Und nein, dankeschön. Gut, 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 gut. Das lief supi. Können weitermachen. Es fehlen nur noch 2 Tore hier in dem Torraum. Und dann haben wir es eigentlich auch schon größtenteils. Ich mache jetzt mal das linke. Mal gespannt, was wir hier haben. 29 Tore und wir haben hier Teufel. Okay, habe ich euch alle schon gehabt? Ja. Oh, Gremlin noch nicht. Leute, ich habe noch keinen Gremlin gehabt. Gut, dann würde ich sagen, ist das das Erste, was ich jetzt catchen will. Da haben wir ja eins. Gremlin noch nicht gehabt. Ich glaube, ich spinne. Kommen wir denn dahin? Hier kriegst du auch ein Filet. Warum bist du nicht? Wie bitte? Boah, du ich weiß ja, dass Gremlin schwer zu fangen ist, ne? Aber das ist ja wirklich der Hohn aller Höhne. Das sind die Höhner ja nichts gegen. Hallo, dreckiges Gremlin. Komm mit. Ja,
Muss ich mal vorstellen, Filet auf so einem Grill und der kommt nicht mit, ey. Ja, geht doch. Ist mir egal, gut, hau ab, tschüss. So, weiter. Ja. So. Okay, wir sind jetzt also hier bei den Teufeln. Das heißt ja, im Endeffekt, komm. Habe ich einen Uni-Clown schon mal gehabt? Ich glaube schon. Ja, okay. Gut. Juckt mich also eher weniger. Nein, an der Truhe vorbeigelaufen. Zu spät gesehen. Wir sind bei dem Teufel. Ich schlag mal nebenbei so die Seite auf, die ich dazu habe. Die Paarungsseite. So. Müssten die sein, oder? Biestfamilie, Drache, Vogel, Zombie. Ne, im Teufel ist sogar noch ein weiter. Materie? Was? Wo ist Teufel? Teufel! Ach, da oben. Alles klar. Da kommen bestimmt noch ein paar Viecher, die wir noch nicht hatten. Kann wohl gut sein. Obwohl wir auch einige der großen, der starken Viecher, also Duran, Yamirus, Evil, Mantidil, Gigantis, Mad Knight, Akuba, Grendel, hatten wir alle schon. Hier Hornmann, Löwen als Medusa und so ein Scheiß, die gehören alle dazu. Also einen Großteil hatten wir davon schon. Das finde ich gut. Okay, ich gehe mal umgucken. Nein, hier darüber. Dann gehen wir rein. Ich weiß, dass zwei Uni-Clowns einen Mad-Clown ergeben. Und ist halt auch beschissen, der. Mann. Heiltrank, Nuggets. Quatsch. Nuggets. Ist auch nichts wirklich Besonderes anscheinend. HP-Beere, gut, das ist wiederum was anderes. HP-Beere müssen wir mitnehmen. Oh, ein Master. Okay, da müssen wir mal irgendwas entfernen, und zwar die Nuggets. Wahrscheinlich werfen wir eh ein Filet. Ah, da ist schon wieder ein Dämon. Den muss ich haben. Konzentration gilt dem Dämon. Der muss ins Team. Beziehungsweise der muss gefangen werden. Ohne Wenn und Aber. Aber es ist schwierig, diese Dämonen mitzukriegen anscheinend. Das gibt's doch nicht. Warum kommen die nicht mit? Bitter, ey. Richtig bitter. Wahrscheinlich. Ich muss halt irgendwie. Also ich weiß, im nächsten Tor, da gibt's Zombies. Das war so. Und ich glaube, da wird es dann auch sowas wie Skelglada geben. Und zwei Skelglada ergeben halt einen Dämon. Aber es wäre halt. Ox und Aurum. Okay, Aurum hatte ich noch nicht im Team, das weiß ich. Aber es wäre halt um ein Vielfaches einfacher, wenn man. Ich habe nicht mehr so viele Filets. Fangen wir mit Nuggets an. Vielleicht hilft das auch schon. Juhu! Neues Monster. Aurum. Weil es wäre so viel einfacher. Lol. Einfach mal drei Archdämonen. Wenn wir. Warum kommen denn hier schon Archdämonen? Hellbiester, die hatten wir schon, oder? Hä, ich bin in Tor 11, warum kommen so starke Gegner? Ich versuche mal einen Archdämon zu kriegen. Aber obwohl, ich kann mir vorstellen, dass ab Stufe 22 auch... Na komm, ich schmeiß mal ein Filet. Gegner kommen werden wie Mantivil, Evil und so ein Scheiß. Ja, Archdämon will mit, cool.
Nee, du nicht. Nee, du auch nicht. Ja, hier Küsschen kann weg. Oder? Nee, warte, Höll? Höllgeier? Mo? Kampfeule. Ja, komm, Kampfeule weg. Hier ist ja bescheuert. So. Komplex, komplex, komplex ist das hier. Muss auch echt gucken, wenn ich jetzt mit den Toren mal fertig bin, dass ich mir dann mal die einzelnen Monster noch vorne, die ich noch gebrauche, beziehungsweise für die Bossfamilie brauche. Und die dann erstmal paare, dass ich das durch habe. Wenn ich in der Bossfamilie alles durch habe, dann kann man gucken, was fehlt mir noch für den letzten Rest sozusagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Methode. Okay, hier geht's schon weiter. So, nichts mehr. Puh, geh mal weiter. Puh. Und so ganz langsam und allmählich. Gut, dass ich eine Energy hier habe. Aber ich nehme jetzt seit dem ersten Tor hier im Akkord auf. Für euch. Habe ich jetzt ein Hölbis gehabt oder nicht? Ja, im Checken. Okay, habe ich noch nicht gehabt. Gut, muss ich das nächste Mal nicht ein sehr eins catchen. Gold 75, juhu. Da haben wir noch eins. Ist noch kein Höllbiest. Wundert mich jetzt aber. Den Eichdämon habe ich übrigens gefangen, weil man. Da kommt Philipp. Weil ich glaube, dass man mit einem Eichdämon gut starke Monster kombinieren kann. Ja, Hölbis ist dabei. Wer ist Zahn? Ah, nee, ach, mein Gott, Zahn ist Zahn, käme doch nicht weg. Schnapper. Höllbiene. Ja, komm, Biene weg. Höh, zack. Und nein. Oh, Truhe. Sofort öffnen. Egal, was es ist. Öffnen. Quill die Truhe. Mimik. Mimik. Ich hätte auch nichts gegen so einen Markt mal, ne? Das wäre wohl cool. Wofür habe ich die Scheißdinger denn immer nicht dabei? Halbtrank, ich glaub's ja nicht. Haben wir alle gehabt. Haben wir auch alle gehabt. Ich glaube, großartig mit den Monstern anfangen kann ich auch nichts mehr. Ja, komm, weiter. Hätte ja sein können, dass da noch irgendjemand rumdruckst. Okay, direkt hier lang. Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt gleich zu den stärkeren Viechern. Ich glaube aber nicht, dass ich von diesen wirklich starken, wird wahrscheinlich Löwenhals und so einen Scheiß auftauchen, aber die hatte ich ja alle schon. Zumindest einen Großteil davon. So, Grendel und Löwenhals. Mal eben ganz kurz die Feder schmeißen. Ich bin mir ein. Obwohl, Grendel müsste ich ja eigentlich auch noch mal catchen, ne? Ich müsste an sich noch mal die Grendel haben für ein Akuba. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt gehen wir einfach durch. Ich habe keine Filets mehr, dann lohnt sich das nicht. Scheiße. Keine Filets mehr. Ja, und den Oger habe ich auch nicht gehabt. Ja, super. Oder hast du den Oger schon? Weiß ich gar nicht. Guck mal, Nuggets investieren. Einfach mal reinschmeißen. Vielleicht klappt das ja auch. Ja, es klappt sogar. So, Hellbeast kann wieder weg. Ock wie Oger. Brauchen wir nicht. So. Einfach mit. Eintrag. Fertig. Ganz einfache Situation.
Lol. Und wir haben es. Ja, wir haben es bald geschafft. Wir sind bei 25. Cool. Und dann müssen wir echt mal ausmisten. Meinetwegen dann schmeißen, dann verkaufe ich die Stäbe. Das ist egal, aber ich brauche wirklich. Ich brauche wirklich die. Die Filets, weil das hat überhaupt sonst gar keinen Sinn. Ach komm, Erstschlag von den Gegnern, ey. Mein Gott, ist ja in Ordnung. Hallo. Oh, macht ihr sowas? Können wir mal einer erklären, warum? Das hilft euch doch nichts. Ihr könnt mich nicht besiegen. Aber ihr lernt es ja nicht. Die hatte ich alles schon mal jetzt. Ja, dass es hier keine Mantelwesen und sowas gibt. Naja gut, wäre auch ein bisschen zu krass, wahrscheinlich. Oh, Fleisch. Ja, ein Filet, das nehmen wir gleich mit. Können wir versuchen, einen Grendel zu fangen. Nein, ich sagte einen Grendel. Nuggets, nö. Nö, nö. Lol. Okay, ich würde aber trotzdem noch gerne. Not a horn, man. Die Musik ist ja etwas ruhiger gestaltet. Es wirkt ja nicht so, als wäre hier. Obwohl, die beiden Bosse, die jetzt kommen, sprich der Boss jetzt und der Boss im nächsten Tor, die kennen wir sogar. Die kennen wir schon. Denn das sind die beiden, die wir im Team haben. Der eine ist Pizarro und der andere ist Estag. Ich glaube, wir sind jetzt erst bei Pizarro angekommen. So, das Grendel. Versuchen wir das Grendel noch mit einem Filet zu catchen. Vielleicht haben wir Glück. Ansonsten muss ich gleich erstmal Filets dick einkaufen. Ja! Burger? Ja, komm weg. Was weiß ich, zack und nein. Was zum? Ach, runter muss ich. Also ich müsste an sich noch ein zweites Grendel haben, am besten ein männliches, für dann einen weiteren Akuba. Aber dafür müssen wir später nochmal hinkommen. Alles klar, jetzt erstmal hier hin. Ich nicht drosseln, wir wollen rein. Da oben steht er. Pizarro. Ist allen schon bekannt. Aber noch mal gucken. Na, Typi? Oh, seid ihr? Ich bin Pizarro. Ich wurde gerade als Dämon-Trick geboren. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Aber ich weiß, was ich zu erledigen habe. Wisst ihr, was das ist? Nö. Ich werde es euch sagen. Ich wurde geboren, um euch Menschen und den Untertanen auszurotten. Ja, ist klar, Junge. Ist klar. Bazoo. Vierfach und Gigasword. Von welchem ist er der Boss? 7? Nee. Ach, ich weiß nicht, ob er ein Zwischenboss oder. Wow! Okay, wie wir sehen, hat der einen ganz schönen krassen Angriff. Und ich meine, Pizarros Hintergrund, dass er jetzt gerade erst geboren wurde. Man könnte ja denken, oh, das ist ein kleines Kind und ein kleines Baby, gibt gerade erst geboren als Dämonenkönig. Ich meine, Pizarro war vorher mal ein Prinz oder irgendwie sowas und wurde durch irgendeinen Zauber zu diesem Dämonenkönig, zu diesem Monster gemacht. Ich glaube, das erfährt man sogar in der Story selbst. Also in dem Spiel Dragon Quest, in dem er Bossgegner ist. Autsch. Ich meine, das erfährt man da. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
Jedenfalls auch ganz cool. Das ist jetzt wirklich mal so ein Viech. Der war an sich noch nie so ein Dämonenkönig. Der ist einfach zu einem geworden. Der wurde zu einem gemacht. Na komm, einmal geht noch und dann müssen wir vielleicht mal heilen. Je nachdem. Pizarro. Woo. Ich brenne. Na, dann können wir doch mal eine Runde machen. Wenn er daneben schlägt, was soll ich denn da machen? Kann ich nur sagen, schönen Dank. Okay, du kippst auch bald zusammen, glaube ich. Oh, perfekt instruiert. Ja, mein Körper, bin ich von euch geschlagen worden. Bin ich Rose. Was habe ich? Rose war seine Freundin. Sie wurde von den Menschen gequält und Pizarro ist vielleicht auch nur ein Opfer. Lass uns jetzt gehen. Ja. Ich meine, er war wirklich ein Mensch und ist halt, oder durch seinen Zorn oder irgendwie ist er zum, oder aus Rachegelüsten, ich Terrier Pizarro besiegt. Ihr seid einfach nur mega geil. Ich will euch heiraten. Weiß ich gar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund, aber das findet man in der Dragon Quest Story halt so raus. Also mal durchliest, durchguckt. Okay, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Macht's gut. Tschüssi.